Ja, wir sind jetzt gerade in meiner Galerie, Galerie Prisca Pascaire in Köln. Wir zeigen eine Ausstellung von Rudolf Bonnwy, die wird jetzt heute gerade eröffnet. Die Ausstellung hat den Titel Dialog. Und meine Galerie ist spezialisiert auf die Kunst des 20. Jahrhunderts und der heutigen Zeit, und zwar immer in der Form, dass es um Umbrüche geht. Also das heißt 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, 70er Jahre und das, was jetzt nach 2000 entsteht. Und wir zeigen jetzt die Ausstellung von Rudolf Bonnwy, der einer der ersten Medienkünstler ist, der schon in den 70er Jahren sich mit dem Phänomen Bilder beschäftigt hat, was die Bilder mit uns machen, wie unsere Wahrnehmung sich verändert, wie die Paparazzi mit Bilder umgehen, was für eine Macht Bilder haben. Und das ist das Thema dieser Ausstellung. Und wer über die Medien heute arbeitet, kann natürlich nicht mehr unbedingt sich aufs Papier konzentrieren. Da steht im Zentrum das Internet, das Leitmedium überhaupt. Das Wichtigste dabei nun noch neben mir ist natürlich, dass jetzt eine Art Interaktion stattfindet zwischen mir und meinen Followern. Und insofern nehme ich ja die Kreativität jetzt meiner Follower mit in meine Arbeiten auf. Im Endeffekt ist das die alte Beuys'sche Idee, dass wir alle irgendwie Künstler sind. Und das ist das, wovon wir in den 70er, 80er Jahren geträumt haben. Und es ist immer eine Mischung zwischen meinen Arbeiten und den Arbeiten, den ausgesuchten Arbeiten jetzt meiner Follower. Und insofern ergeben sich dann immer zwischen den einzelnen Werken dann neue Kontexte. Und das ist eben das Spannende meines Erachtens daran, ne? Dass es nicht nur alleine ich bin, sondern eben auch andere, eben auch Jüngere, die eine andere Sicht auf die Welt haben, natürlich. Und hier zitiere ich also Nietzsche, Zarathustra über den Tod. Und das sind alles Zitate von Zarathustra, die ich jetzt in diese Arbeit integriert habe. Und wichtig ist dabei, dass ich natürlich hier, gerade wenn es über den Tod geht, es gibt also bei Tumblr sehr viele Depressive und Selbstmordkandidaten. Und die sind natürlich, folgen mir jetzt alle. Funktioniert das? Wie wird eigentlich überhaupt mit der Kunst auch weiter umgegangen? Also muss man die haptisch haben oder reicht das, dass man das im Internet anguckt? Jugend heute eben ein anderes Bewusstsein hat, bei denen im Gehirn hat sich irgendwas verändert. Die haben mit Bildern andere, die ermüden nicht so schnell. Und unser eins, wenn ich mir vorstelle, vor 30 Jahren, die Masse an Bildern hätten wir nicht verkraftet. Was ist jetzt genau das Experiment? Das Experiment ist jetzt einfach die Frage: Wollen die jetzt meine Followerinnen, die in Argentinien oder in Brasilien das Bild an die Wand, oder reicht es, dass sie das Bild eben jetzt auf dem Laptop haben? Das ist die Frage. Ja, die Art-Evangelistin. Und die hat uns dann gesagt, dass die Tumblr-Leute dachten, dass Rudolf Bonnwy auch so Mitte 20 sei. Ja, das ist das Schönste. Wir leben in einem Zeitalter der Digitalität und es geht in diesem Zeitalter um das Teilen. Es geht darum, um inklusiv zu sein und nicht exklusiv zu sein. Und wir versuchen jetzt mit diesem Projekt 2013 die Kunst zu identifizieren, die diesem Zeitalter entspricht. Und diese Ausstellung ist der Beginn des Projektes 2013.